Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. So, wir haben in der letzten Folge erfolgreich wieder eine Heldenmission zu Ende gebracht und zwei weitere Quests, unter anderem auch hier unsere Hauptquest. Und jetzt wollen wir einmal zurück zu Darth Barras, ihn auf Stand bringen und einen neuen Auftrag entgegennehmen. Schon besser. So, vorher lernen wir hier aber nochmal die neuen Skillpunkte. Was haben wir hier? Schmerz ertragen. Erhöht vorübergehend deine maximale Gesundheit 10 Sekunden lang um 30%. Die Gesundheit geht am Ende des Effekts wieder verloren. Also, das heißt, wenn wir diesen Skill mal anwenden, weil wir gerade zu wenig Gesundheit haben, dann müssen wir natürlich aufpassen, dass nach den 10 Sekunden wir ausreichend Gesundheit dann wieder aufgebaut haben, damit wir dann nicht sterben, wenn der Effekt vorbeigeht. Das ist wirklich nur in Notsituationen zu verwenden. Ansonsten ist der gefährlich, sag ich mal. Schon besser. Es ist mir egal, was ihr mit mir tut. Brecht meine Knochen, verbrennt mein Fleisch. Ich sage euch gar nichts. Du wirst dich nicht widersetzen. Verrecke, Monster! Ich wusste nicht, dass Körper so verbogen werden können. Ich glaube, mir wird schlecht. Du hast es gut, Sklavin. Dagegen wirkt das Schockhalsband harmlos, was? Ah, mein Schüler, du bist zurückgekehrt. Commander Pritch hat bestätigt, dass die Sklaven zum Schweigen gebracht wurden. Gut. Ich versuche noch immer, etwas aus diesem Agenten herauszuholen. Er ist widerspenstiger, als ich dachte. Setzt mich ein. Ich bin bereit zu helfen. Es benötigt nur etwas Zeit. Lass mich nur in Ruhe arbeiten. Ich habe eine weitere wichtige Mission für dich. Es geht um den abtrünnigen Sith Lord Gratan. Er ist mir ein besonders lästiger Dorn im Auge. Triff dich mit meinem Schüler Drikil Ball. Er ist mein verdeckter Agent in Gratans Anlage. Ball behauptet, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Und was hat er gefunden? Wisst ihr, was er entdeckt hat? Ball kommuniziert nur in festgelegten Signalen. Er sollte eine Schwäche Gratans finden, die wir nutzen können. Und heute hat er das Signal für Erfolg gesendet. Gratans Anwesenheit ist nützlich für mich. Er soll also nicht getötet werden, nur verkrüppelt. Finde heraus, was Ball entdeckt hat. Und tu genau, was er dir sagt. Ja, hoffentlich treffe ich auf Gratan. Heute lege ich einen Sith Lord lahm. Genieße es. Eines Tages wird es dir nicht mehr besonders erscheinen. Nun denn, republikanischer Jämmerling, wo waren wir? Ach ja. Sag mir, was ich wissen möchte. Ja, Leute, wir bekommen eine Belohnung und zwar hier eine Hose, aber wirklich, davon können wir eigentlich nichts gebrauchen. Da sind unsere Sachen schon weitaus besser. So, wir machen uns auf den Weg. So, pushen unsere Geschwindigkeit hier so ein bisschen. Sehr schön. Schon besser. Ja, wir gucken mal, wohin das Taxi uns jetzt führt. Wie lautet der Bestimmungsort? Auch hierhin. Da haben wir noch zwei Quests: Schattenbrut und Spur der Verwüstung. Schauen wir uns das gleich mal an.
Ja, das ist hier unten ganz. Da würde ich aber sagen, dass wir da nochmal zu Fuß hingehen. Was haben wir denn hier noch? Missionsterminal. Hatten wir da nochmal eins? Da können wir vielleicht auf dem Rückweg nachher nochmal schauen. So, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Und decken da mal ein paar Sachen auf. Vielleicht begegnet uns ja auch noch die ein oder andere Quest hier auf dem Weg. Und da haben wir schon die erste. Von einem Aufklärungsdruiden. So, Darth Hadra hat in der oberen Wildnis ein durchtriebenes Machtspiel inszeniert und erhebt Anspruch auf eine Sammlung von Relikten, die von Rechts wegen an das Imperium übergeben werden müssen. Ihr Mangel an Loyalität und ihre Dreistigkeit dürfen nicht ungesühnt bleiben. Findet die gesammelten Relikte in Hadras Lager südlich von Car City und schlage dich durch ihre Truppen, um das persönliche Lager des Stars zu finden. Das Hadras Schülerin Lord Arosh wird das wertvolle Depot sicher bewachen. Bring die Schülerin zum Schweigen, um ihre Meisterin zu demonstrieren, welchen Preis man für Ungehorsam gegenüber dem Imperium zahlt. Der Sith Lord Darth Hadra ist auf einem Machtspiel in der oberen Wildnis aus. Okay, hier ist nochmal die Beschreibung. Alles klar, 25 Relikte sollen wir sammeln. Damit haben wir dann nochmal eine schöne Mission vor uns. Wir gucken mal noch, was es hier gibt. Ein kleiner Außenposten, aber keine Quest für uns oder sonstiges. Gibt es hier irgendein Wissensobjekt? Auch nicht. Gut, dann kümmern wir uns ja mal um das Hadra-Lager. So, dann starten wir mal direkt mit den paar Mannequins hier. Hier haben wir noch einen Heiler, der liegt aber auch schon. Und hier finden wir jetzt die Relikte als Loot. Was ist das? Wahrscheinlich eine Bonusmission? Ne, da sammeln wir auch Relikte nochmal. Ich kann mich daran erinnern, dass hier das mal in der Region eine Heldenmission war. Also hier konnte man damals nur in der Gruppe rein. Das war früher im Übrigen ja mit allen Quests so. Also alles, was jetzt gerade Heldenmission ist, das waren damals ja, höherstufige Quests, will ich sie mal nennen, wo man auf jeden Fall eine Gruppe für brauchte. Und jetzt wurde das aber alles so ja, entschärft, sag ich mal, dass man das auch ganz gut alleine mit seinem Gefährten bestreiten kann. Genauso wie die Wahl jetzt besteht, einfach einen Flashpoint natürlich alleine zu bestreiten. Mit seinem Gefährten zusammen. Das ist zumindest die schönere Variante auch, um euch die Flashpoints zu zeigen. Denn, ja, ihr werdet das wahrscheinlich selber kennen aus MMOs, dass dann alle immer schnell, schnell, schnell fertig werden wollen. Und man bekommt dann auf jeden Fall viel Hate, wenn man ja die Gespräche nicht durchskippt, sondern sich die anhört und durchschaut, die Antworten abwägt und ja. Da ist das auf jeden Fall dann die schönere Lösung, wenn man den Story-Modus einfach nicht spielt. So, die liegen und hier gibt es eine schöne Truhe. Da schauen wir mal, was sie bringt. Ah, okay, wir haben noch einen Gegner. Die Truhen lassen sich nämlich nicht looten, wenn man sich noch im Kampf befindet. So, jetzt können wir die nochmal looten. Und hier haben wir noch einen Tresor. Den kann Vetmar schnell hacken. So, und hier das letzte Relikt können wir aus der Truhe sammeln. Und dann sollen wir hier auch schon das Ganze ablegen, damit wir Lord Arosh hervorrufen können. So. Da
ist er auch schon. Den besiegen wir mal fix. So, jetzt sollen wir nur noch zum Missionsdepot zurückkehren, dort ja, die Hadras-Zeichen ablegen. Und dann haben wir das Ganze hier auch schon abgeschlossen. Da würde ich sagen, skippen wir jetzt mal die paar Truppen hier und laufen weiter. So, wir befinden uns auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir sollen hier nach Süden. Und schauen wir mal, was hier noch so auf dem Weg kommt. Ich meine, die eine oder andere Quest kommt hier noch. So, zwischendurch immer mal was aufheben. Und hier haben wir wieder ein Wissensobjekt. Vielleicht geht's besser. Da kommt man auch unweigerlich dran vorbei, wenn man hier die Quest entdeckt und sich dafür interessiert. Die sind halt nur optional. Einst genoss ich Respekt. Mein Wort hatte Gewicht. Ein winziger Fehler und schon traut mir niemand mehr. Meine Truppen haben sich seltsam benommen. Verdächtig. Dem Anschein nach alles Verräter. Es war nur logisch, sie alle zu töten. Ich konnte doch nicht wissen, dass sie eine Überraschungsparty für meine Beförderung planten. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ganz schön mitteilsam. Tut mir leid, ich habe wohl im Dschungel meine Manieren verloren. Ich bin Captain Jelk von der imperialen Aufklärung. Ihr müsst mich anhören. Diesmal bin ich nicht paranoid. Ich habe eine große Bedrohung für die imperiale Sicherheit entdeckt. Im Dschungel wimmelt es von unsichtbaren Kubas-Spionen. Man sieht sie nur, wenn es blitzt. Das stört ihre Tarntechnologie. Tarntechnologie. Wie können diese angeblichen Kubas sich denn unsichtbar machen? Sie müssen starke Tarnfeldgeneratoren besitzen. Ohne die elektrischen Entladungen in der Atmosphäre hätte ich sie nie bemerkt. Die Feinde des Imperiums hacken etwas aus. Die Kubas sind hier, um unsere Stärken und Schwächen für sie herauszufinden. Ganz bestimmt. Durchkämmt den Dschungel. Achtet auf Blitze und schlagt zu, wenn ihr einen Kubas seht. Tötet die Langnase und bringt mir einen Beweis. Ja, beschaff einen Kubas Holokommunikator. Können wir natürlich mal machen. Da führt uns der Weg einmal hier nach rechts. Na? So, hier haben wir nochmal grüne Kristallformation. Da finden wir wieder ein bisschen was. So, hier haben wir so eine Kubas Aufklärer. Und ihr seht schon, da kommt einer dazu, der vorher unsichtbar war. So, und hier haben wir so einen Kubas Kommunikator liegen. Den haben wir jetzt gestört und dadurch werden die halt sichtbar. Wir können sich, ja, töten. So, kehre zu Captain Jilk zurück. Wir haben aber hier noch eine Bonusmission. Und zwar diese Aufklärer zu töten. 5 Stück brauchen wir noch und die nehmen wir natürlich mit. Ja, bringt alles Erfahrung, Leute. Deswegen schadet das nicht, wenn man es macht. Und ihr seht auch schon, Stufe 29 ist schon relativ weit. Damit können wir bestimmt schon den ein oder anderen Planeten überspringen. Müssen wir mal schauen, ob wir das auf Dauer machen oder ob wir uns hier an die Story halten. Also an die Story halten wir uns so oder so. Aber ob wir dann die ganzen anderen Quests noch machen auf dem Planeten. Das müssen wir da mal schauen.
So Leute, einen brauchen wir noch. Dann sind wir ja auch schon wieder fertig. Nehmen wir mal den, dann können wir auch hier gleich Kristallformation nochmal looten. Ja, jetzt brauchen wir nur noch zurücklaufen und die Quest abgeben. Mal sehen, was wir da bekommen. Auch noch ein paar Geldkoffer wieder. Handwerksmaterialien. Die landen schon direkt in dem Inventar für Handwerksmaterialien. Was haben wir hier noch? Ja, hier nochmal ein Geschenk für Gefährten. Ansonsten können wir den Rest verkaufen, glaube ich. Hier haben wir nochmal Creditkisten. Die können wir auch nochmal öffnen. Alles klar. Aha, ein Holo-Kommunikator mit Kubas-Markierungen. Das wird den Trotteln, die mich für paranoid halten, die Sprache verschlagen. Damit kann ich endlich beweisen, dass wir von Spionen umgeben sind. Einen solchen Beweis können meine Vorgesetzten nicht ignorieren. Ihr habt mir und dem Imperium einen großen Dienst erwiesen. Nehmt dies hier zum Dank. Ja, kein Problem, haben wir gerne gemacht. So, da sind wir auch schon Stufe 30, Leute. Das ging ja recht fix. So, gehen wir hier mal weiter nach Süden. Und folgen dem Weg. So, was haben wir denn bekommen? Keine Ausrüstung. So, da vorne sehen wir schon eine große Mauer und einen neuen Schnellreisepunkt. Und ich würde mal sagen, wir verkaufen hier mal fix die ganzen Sachen. Da haben wir nochmal ein Geschenk. Und den Rest können wir alles verkaufen hier. Medipacks auch, brauchen wir nicht. Und die können wir auch verkaufen, die brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier noch? Achso, das war ja das Stufe 61. Ja, das dauert noch ein bisschen, Leute. Aber da kriegen wir gut Geld für. Verkaufen wir natürlich. Weil wir finden noch genügend Ausrüstung nachher für die Stufe. Und was haben wir hier? Handlungsbogen, Drum und Kars. Ja, den schnacken wir mal an. Ihr bewegt euch schon durch die Zitadelle, als würdet ihr dort herrschen. Vielleicht tut ihr das ja eines Tages. Ich bin der Schüler und die Stimme von Darth Charnos. Ich spreche in seinem Namen und möchte euch anwerben. Ja, fahrt fort. Ich höre aufmerksam zu. Ich brauche Individuen, die sich in einer Gesellschaft voll Heimlichtuerei und Irrsinn einen Ruf erwerben können. Respekt, wenn schon nicht Liebe. Ich brauche Agenten, um einen Feind der Sith auszuschalten. Ihr würdet gute Dienste leisten. Klar, den bringe ich um. Ich vernichte alle Feinde der Sith. Unser Feind ist der Revan-Orden, ein Kult von Dummköpfen, die sich in jeder Schicht der imperialen Gesellschaft verbergen. Schon seit Jahren rekrutieren die Revanita-Ketzer heimlich Offiziere, einflussreiche Sith, erfolgreiche Söldner, jeden, der ihre Macht vergrößern kann. Ich lasse mich also rekrutieren? Und ich soll mich ihnen vermutlich anschließen. Ihr sollt meinem Meister helfen, sie zu vernichten. Statt dem Imperator und dem Rat der Sith zu folgen, verehren die Revanita einen längst verstorbenen, von Jedi-Sitten korrumpierten Sith-Lord. Wenn ihr für uns die Identität des Oberhaupts der Revanita feststellt, wird mein Meister sie dem Rat der Sith enthüllen. Dann ist der Kerl so gut wie erledigt. Ihr müsst einfach nur dem Kult beitreten. Ich kann euch hineinbringen, aber ihr müsst euch dort Vertrauen erwerben. Ja, sie werden gezwungen, sich zu fügen. Ich werde mehr als ihr Vertrauen erwerben. Ich lehre sie, mich zu fürchten. Das könnte reichen. Die Revanita haben eine geheime Anlage im Dschungel. Zeigt dieses Zeichen dem Kultisten am Eingang. Er wird euch dann einführen. Ihr müsst euch eine Audienz bei ihrem Oberhaupt verdienen. Wenn ihr sein Gesicht gesehen habt, kehrt ihr zurück und streicht eure Belohnung ein. Ja, das können wir natürlich machen. Also neuer Handlungsbogen hier auf Drum und Kars.
Der Kampf mit den Revanitern. Ja, das ist so eine Art Kult. Und ja, mal sehen, was wir hier noch für eine Mission bekommen. Von Captain Sanofa. Bitte bleibt stehen und lasst die Waffen stecken. Die Droiden scannen euch jetzt. Alles in Ordnung. Verzeiht bitte, wir sind auf der Hut vor Lord Gratons Leuten. Ich bin es leid, ihn auf meinen Jungs rumtrampeln zu lassen. Ihr wagt es an mir zu zweifeln? Mein Lichtschwert ist die einzige Autorisierung, derer ich bedarf. Bei allem Respekt. Nur weil ihr ein Sith seid, lasse ich euch noch lange nicht durch. Nicht, wo einer eurer Sorte das Problem darstellt. Hört zu, bleibt doch noch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Gratan ist ein Albtraum. Der Fizzlord ist abtrünnig geworden. Er ist auf seinem Anwesen jenseits der Mauer. Er hat Waffen, Schilde und einen Kader an Wissenschaftlern, die neue Technologien gegen uns entwickeln. Gratan verlangt Respekt und Autorität vom Rat der Sith. Also hat er sich, wie bei den Sith üblich, gegen seine Meister gewandt, um seine Macht zu beweisen. Jetzt plagen wir uns mit seinem Wahnsinn rum. Wenn ihr also sowieso hier seid, um Gratan Probleme zu machen, könnt ihr uns genauso gut helfen. Ja, in der Tat. Ich lebe, um dem Imperium zu dienen. Es ist so, diesem Sektor sind fast 100 Männer zugeteilt. Einige auf der Mauer, einige beobachten Gratan. 20 sind verschwunden. Meine Jungs, quasi meine Kinder. Gratan hat sie mir genommen und ich will sie zurück. Was hat er denn vor? Warum sollte Lord Gratan Soldaten entführen? Ich weiß auch nicht, was Lord Gratan von ihnen will. Vielleicht hält er sie als Geiseln, um uns zu demoralisieren. Wer weiß das schon. Wenn ihr ohnehin auf Gratans Grund müsst, holt sie da raus. Sagt ihnen, sie sollen sich bei der Herzogin melden. So, nennen sie mich. Na schön. Ich übernehme das. Berichten zufolge hat Gratan Gefangene in einen anderen Flügel überführt. Ich weiß nicht, ob es sich um meine Leute handelt, aber man sollte der Spur nachgehen. Seid vorsichtig. Gratan ist nicht zimperlich. Ja, ist doch gut. Ja, Leute, hier gibt es noch eine Quest und zwar für einen Flashpoint, die Hammerstation. Die können wir natürlich auch nochmal annehmen. Was geht hier vor? Hier spricht Darth Malgus von der Expeditionsflotte an alle verfügbaren Truppen. Wenn ihr dies empfangt, wurdet ihr als wichtig eingestuft und das Imperium bedarf eurer Stärke. Es ist euer Privileg und eure Pflicht. Endlich suchen andere meine Macht. Nicht nur mein Meister, sondern das Imperium wendet sich an mich. Die fremde Atvosek-Hegemonie hat die Hammerstation in Betrieb genommen. Eine mobile Kampfstation, die unsere Grenzen bedroht. Ihr werdet euch dem Angriffsteam anschließen, das sich beim Vaiken-Raumdock sammelt. Dort erfolgt eine vollständige Einweisung. Im Namen des Imperators. Nun gut, ich bin dabei. Es steht ganz oben auf meiner Liste. Ja, Leute, jetzt haben wir noch eine Quest bekommen für einen Flashpoint. Und den können wir dann vielleicht auch mal angehen in der ein oder anderen nächsten Folge. Schauen wir mal, wie das passt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also Leute, bis dahin.